Aus Österreich gibt es jetzt am Abend erschreckende Meldungen. In der Innenstadt von Wien sind Schüsse gefallen. Es gibt Berichte über mehrere Verletzte und möglicherweise auch Tote. Ein Großaufgebot der Polizei ist im Einsatz. Vieles ist noch ungeklärt, aber es könnte sich um einen Anschlag auf eine Synagoge handeln. Die Schüsse fielen direkt im Zentrum Wiens, im sogenannten ersten Bezirk in der Nähe des Schwedenplatzes. In einer Seitengasse dort befindet sich die Hauptsynagoge Wiens. Die Wiener Polizei hat alle Bürger aufgefordert, sich aus der Gegend zu entfernen und in Sicherheit zu bringen. Dann schalten wir nach Wien zu unserer Korrespondentin Britta Hilpert. Britta, man hört auch schon im Hintergrund die Polizeisirenen. Wie weit sind Sie jetzt von dem Geschehen weg und was können Sie im Moment beobachten? Also wir sind auch im ersten Bezirk, aber wir sind weit genug vom Geschehen weg. Die Polizei hat die Bürger aufgefordert, die Straße zu verlassen. Es ist wohl so, dass noch ein Täter auf der Flucht ist. Deswegen herrscht also auch noch weiter Gefahr. Bestätigt ist, dass es einen Toten gibt, einen toten Täter. Bestätigt ist auch, dass es einen schwer verletzten Polizisten gibt. Es ist die Rede von noch mehr Verletzten und möglicherweise auch von noch mehr Toten. Das ist aber bisher nicht offiziell bestätigt. Tatsache ist auch, dass es am Schwedenplatz, das ist direkt unten am Donaukanal wohl, zu einer Schießerei gekommen ist, die nicht schnell vorbei war, das kann man nicht sagen, sondern die schon einige Zeit andauerte und dass sie in der Nähe der Synagoge war. Man spricht von einem Angriff auf das Herz von Wien, ob es auf das jüdische Herz von Wien war und ob man das überhaupt so abtrennen kann. Das steht jetzt noch im Raum und das müssen die Ermittlungen zeigen. Sie hören hinter mir, es wird fieberhaft ermittelt. Ja, ich nehme an, dass ein Großaufgebot der Polizei dort im Einsatz ist und ein Krisenstab eingerichtet ist. Welche Informationen gibt es denn überhaupt von Seiten der Behörden? Nun, zurzeit hält sich die Polizei natürlich noch zurück, muss man sagen, aus ermittlungstechnischen Gründen. Sie konzentriert ihre ganze Kraft darauf, nun diejenigen Täter noch zu erwischen, die offenbar noch flüchtig sind. Der Innenminister tritt jetzt zur Minute schon im österreichischen Fernsehen auf und versucht, ein wenig die Lage zu klären. Man muss verstehen, dies ist der letzte offene Abend sozusagen in Österreich. Das ist der letzte Abend vor dem Lockdown. Es ist eine ganz eigenartige Stimmung in der Stadt sowieso. Und nun dieser Angriff, diese Attacke, diese Schießerei im ersten Bezirk, im Zentrum von Wien, das ist etwas, was die Menschen hier allgemein sehr schockt. Und ich glaube, dass das noch eine Weile andauern wird, bis man wirklich alle Hintergründe zu dieser Tat kennen kann. Ja, natürlich, vor allem, weil es ja auch verschiedene Möglichkeiten gibt. Natürlich denkt man an Frankreich, ob es solche Nachahmertäter sind, wie ja auch von Terrorismusexperten befürchtet. Es könnte auch einen rechtsextremistischen Hintergrund haben. Das hatten wir bei uns in Halle. Das sind aber alles Fragen, die im Moment noch vollkommen ungeklärt sind. Und die Wiener Polizei, die bittet ja auch darum, dass man nicht so viel spekuliert und keine Videos teilt, die zum Teil dann auch gar nicht authentisch sind. Britta, sobald es neue gesicherte Informationen gibt, werden wir das aktuell noch mal miteinander besprechen. Machen jetzt hier an dieser Stelle aber erstmal eine Pause. Danke soweit erstmal für die Information direkt aus Wien. Jetzt gehen wir nach Wien. Wir haben die Verbindung dorthin zu unserem Reporter Christian Limpert. Dort sind am Abend kurz nach 20 Uhr Schüsse gefallen in der Innenstadt in der Nähe einer Synagoge. Und die Meldungen von der Polizei sagen auch, dass es möglicherweise Verletzte gegeben hat. Christian Limpert, was ist über diesen Vorfall sonst noch bekannt? Ja, ich konnte gerade noch mal mit der Polizei telefonieren und die bestätigt, dass es um 20 Uhr zwei Vorfälle gab in der Wiener Innenstadt. Einmal im Stadtpark und einmal nicht weit entfernt davon in der Seitenstättengasse. Das ist eine Gasse mit vielen Bars, aber eben auch mit der Synagoge hier in Wien in einer Ausgehmeile. Und in beiden Fällen wurde geschossen. Die Polizei bestätigt, es gibt mehrere Verletzte. Die Polizei hat uns gesagt, der oder die Täter sind auf der Flucht. Der erste Bezirk ist momentan komplett abgeriegelt, da kommt keiner mehr rein und raus. Und die Polizei fahndet eben nach einem oder mehreren Tätern. Wir stehen hier im siebten Bezirk und wir merken auch viel Polizei, die unterwegs ist und viel Polizei, die von hier aus in den ersten Bezirk fährt. Das Ganze hat eben in der Nähe einer Synagoge stattgefunden. Ist schon in irgendeiner Form abzusehen, ob die Synagoge direkt das Ziel dieser Angriffe war?
Dazu wollte die Polizei noch keine Informationen geben. Sie hatten ja ausdrücklich gesagt, es ist in der Seitenstättengasse passiert. Das ist eine Gasse, wo eben die Synagoge neben vielen Bars ist. Dass es nun ein gezielter Angriff auf die Synagoge ist, dazu gibt es noch keine Informationen. Es kursieren natürlich viele Videos inzwischen. Ein Video zeigt den Polizeieinsatz am Schwedenplatz ganz in der Nähe. Dabei schießt die Polizei auf einen flüchtigen Täter. Und es kursiert ein Video, das zeigt, wie ein Mann durch eine Wiener Gasse läuft und in der Gegend herumschießt. Dieses Video allerdings ist noch nicht verifiziert. Dazu können wir noch nicht viel sagen. Du hast gesagt, es gab Verletzte. Ist über die schon etwas bekannt? Wer ist das und wie schwer sind sie verletzt? Nein, auch dazu noch keine Informationen. Die Polizei hat bestätigt, mehrere Verletzte. Auch zu Todesopfern wollte sie noch nichts sagen. Da gibt es ja anscheinend auch schon Meldungen, die herumgeistern. Dazu, wie gesagt, noch keine bestätigten Angaben von der Polizei. Klar ist, momentan Stand jetzt mehrere Verletzte. Schusswechsel mit der Polizei in der Wiener Innenstadt. Das alles sind Informationen über ein laufendes Geschehen in Wien. Eine sich entwickelnde Lage. Christian Limpert, erstmal vielen Dank für diese Informationen bis hierher. Österreichs Hauptstadt Wien ist anscheinend Ziel eines Terroranschlags. Die Polizei ist seit mehr als 2 Stunden im Großeinsatz, weil am Abend viele Schüsse gefallen sind, soweit wir das im Moment wissen. Mehrere Menschen sollen schwer verletzt sein und es soll, so melden Rettungsdienste, auch mehrere Tote geben. Das Ganze geschah im 1. Bezirk, der auch die historische Altstadt einschließt, in der Seitenstädter Gasse, in der auch Wiens wichtigste Synagoge steht. Wir wissen aber nicht gesichert, ob der Angriff diesem Stadttempel galt. Das Gebiet ist großräumig abgesperrt und die Polizei Wien versucht gerade auch, die Sicherheit in den sozialen Medien zu schützen und bittet, keine weiteren Bilder zu posten. Wir fragen nach bei Christian Limpert in Wien. Christian, welche Informationen sind Stand jetzt offiziell bestätigt? Die Polizei hat gerade noch mal via Twitter ihre Informationen aktualisiert. Und demnach geht sie momentan von 6 Tatorten aus in Wien. Das Ganze hat wohl angefangen um 20 Uhr mit dem ersten Vorfall, mit dem ersten Schusswaffeneinsatz, eben in der Seitenstättengasse. Das ist eine kleine Gasse, in der viele, viele Bars sind. Und zugeschaltet aus Wien von einem der Tatorte, dem Schwedenplatz, ist mir jetzt unsere Korrespondentin Britta Hilpert. Guten Morgen. Mindestens ein Täter ist noch flüchtig. Was wissen die Ermittler denn über ihn und das Tatmotiv? Also der Innenminister Österreich hat soeben eine Pressekonferenz begonnen und spricht nun offen von einem islamistischen Terroranschlag. Er sagt, es sei das erste Mal seit Jahrzehnten, dass Österreich eine solche Lage, einen solchen Terroranschlag erleben musste. 2 tote Passanten sind zu beklagen. Ein Täter wurde von der Polizei gestern erschossen und mehrere Verletzte liegen noch in den Krankenhäusern. Einer ist immer noch schwer verletzt und ringt mit dem Leben. Noch weiterhin ist die Innenstadt abgeriegelt. Man versucht, einem weiteren Täter habhaft zu werden. Mindestens einer ist weiterhin auf der Flucht. Die genaue Zahl ist noch nicht klar. Also das Neueste und das Wichtigste ist, man spricht jetzt offen von einem islamistischen Terroranschlag. Dieser Hintergrund scheint klar zu sein. Wie reagieren denn Politik und Öffentlichkeit in Österreich auf diesen Fall jetzt? Das war natürlich ein Schock gestern Abend, an dem letzten Abend vor dem Teil-Lockdown, den Österreich seit heute eigentlich verhängt hat. Gestern war ein milder Abend. Ganz viele Menschen sind noch ein letztes Mal ausgegangen, bevor heute Abend dann ab 20 Uhr eine Ausgangssperre herrscht. Und deswegen waren die Terrassen, waren die Plätze außen an den Cafés, an den Restaurants, gerade hier in der Innenstadt, voll besetzt. Das ist sozusagen mit das Ausgehviertel hier in Wien. Und die Täter, die hier am Schottenplatz begannen, um sich zu schießen, sind dann noch weiter in die Innenstadt gezogen. An 6 weiteren Orten hat es Schießereien gegeben und teilweise ist wohl wahllos in die Menschenmenge geschossen worden. Die Menschen sind dann geflüchtet in die Cafés hinein, haben sich verbarrikadiert und wurden auch von der Polizei natürlich aufgefordert, dort zunächst zu bleiben. Und erst im Laufe der Nacht sind die dann grüppchenweise aus der Innenstadt herausgeführt worden.
Also ganz allgemein war es eine gespenstische Situation für diese Stadt, die das, wie gesagt, seit Jahrzehnten nicht erlebt hat. Und die Lage dauert ja noch an. Wie man ja sieht, sind hier immer noch Teile der Innenstadt abgesperrt. Und noch hört man auch, dass die Polizei fieberhaft ermittelt. Man hört das Geräusch der Polizeiwagen. Man sucht immer noch einen weiteren Täter. Erste und aktuelle Einschätzung von unserer Korrespondentin Britta Hilpert. Vielen Dank. Und wir bleiben natürlich dran und werden Sie jederzeit über den aktuellen Stand informieren.